Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Bevor wir hier weitermachen, wollte ich euch noch kurz sagen, was ich gestern noch alles gemacht habe. Ich habe die Brücke doch noch eröffnet. Dann haben wir noch eine Anleitung bekommen für diesen Bauklotzregal. Lag am Strand. Da habe ich mein Thumbnail gemacht. Wir waren bei Havel. Ja, das war es eigentlich, was ich gestern noch so gemacht habe. Ich habe noch einen Pfirsichwald angelegt. Ich habe nämlich eine Pfirsichinsel gefunden und habe vergessen, dort die Bäume mitzunehmen. Und ich habe nur die Pfirsiche mitgenommen. Mist. Hallo miteinander, hier spricht Tumnuk. Es ist Dienstag, der 24. März 2020, 8.39 Uhr. Die Neuigkeiten heute. Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Nimmerland zu begrüßen, Jessie. Wenn ihr sie seht, heißt sie bitte ganz herzlich willkommen. Das war alles und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, ja. Das heißt, Oskar ist jetzt fester Bewohner hier. Fester Bestandteil von uns. Mal schauen, wie lange er bleibt. Ich hoffe, wir bekommen mal dieses Wegegestaltungsding. Das fände ich richtig cool. Weil ich würde eigentlich schon gerne mit dem anfangen. Dann hat mal ein Bewohner noch eine Straßenlaterne geschenkt. Die zeige ich euch gleich. Aber erstmal gucken wir jetzt hier rein. Haben wir überhaupt Platz? Ach ja, ich habe hier ein Hogwarts-Outfit an. Ich habe auch noch andere Designs. Wir gucken mal eben rein. Hier Designs. Ich habe hier einen Kaito-Kit gedownloadet. Einen Gryffindor-Schüler, weil ich nicht wusste, ob es auch einen Ravenclaw-Schüler gibt. Und Naruto. Ist relativ cool. So, dann gucken wir mal eben in den Post rein. Was haben wir da? Wir haben von Boah, wir haben richtig viel bekommen. Nux mein. Vielen Dank, dass Sie das nicht. Blablabla. Okay. Geschenk in die Tasche. Super. Nux Shopping. Ich habe mir. Was habe ich mir denn gekauft? Nochmal. Sehen wir gleich. Ach, Gartenlaterne stand da rechts. Stimmt. In die Tasche. Herzlichen Glückwunsch, hier ist ein Geschenk für dich, um die Vergrößerung deines Hauses zu würdigen. Vielleicht möchtest du damit ein Zimmer einrichten, das nur deinen Hobbys gewidmet ist. Cool. Wunderbärchen, Moritz, du hast ein ganz neues Zimmer in deinem Haus. Ich habe dir ein ganz prima Geschenk geschickt. Damit kannst du das neue Zimmer dekorieren. Oh, das Geschenk soll ich auch rausnehmen? Och, Mann, ey. Komm, mach auf. Mach auf den Laden hier. In die Tasche. In die Tasche. Ich habe hier noch Zäune herumplatziert. Dann sieht es ein bisschen. Ja, weiß nicht. Weiß nicht, ob ich die lasse. Das Blumenfeld stört mich da doch noch ein wenig. Aber wenn ich hier Insel umgestalten kann, dann ist es ganz gut. Wir gucken mal hier rein. Ja, schön. Sehr schön. Wir können mal gleich hier auspacken. Ich habe mir ein paar Gartenlaternen bestellt, weil ich fand die irgendwie sehr, sehr schön. Und ein Gestaltungskit haben wir auch jetzt. Mal gucken, was das bringt. Wir haben Musik und eine Gartenlaterne. Ja. So, gehen wir mal hier hin. Achso, stimmt. Gartenlaterne zeige ich euch draußen. Fahrradgeometer. Zeig mal her. Oh Gott. Als ob ich mich sportlich betätige. Komme ich da drauf? Ne, scheint nicht so. Okay. Dann. Sandsack platzieren. Zeig mal her. Boah. Haha, boah, ich bin stark, ne? Ja, sehe ich auch so. Das, ja. Kommt vielleicht in die Schrottkiste. das kommt auch erstmal ins Lager. Eine behalten wir. Ich habe nämlich zwei bestellt. Dann zeige ich euch die mal eben. Gestern habe ich nicht allzu viel gemacht. Aber es macht ja nichts. Ne? Hier, platzieren. Guck mal. Ist die nicht schön? Oh, die ist doch echt schön, oder? Also ich finde die schön. Ist mir egal, was ihr sagt. Ich finde die schön. Was haben wir hier nochmal? Steinachs. Die Gießkanne bräuchte ich vielleicht. Gießkanne. Perfekt. Die Bäume sind hier jetzt auch gewachsen. Perfekt. Ich dachte, die bräuchten vielleicht noch einen Tag. Aber nee, die sind fertig.
Wir besuchen gleich Oskar in seinem neuen Haus, dessen Möbel wir gecraftet haben. Aber erstmal müssen wir die Blumen hier gießen. Denn die sind wichtiger als Oskar. Hier stehen. So, dann hier einmal. Ah, treffe ich die da hinten noch? Ja, habe ich getroffen. Perfekt. Ach man, das ist echt schön. Die Blumen sehen echt gut aus. Sehen echt, echt aus. So, dann... Ach, ja, stimmt, ja, gegen Steine hauen, ne? Das ist ja eh immer so eine Sache. Und da? Ach, da kann ich ja gar nicht, ne? Okay, wir machen da einfach. YOLO, egal, egal. Falls ich abrutschen sollte, ist mir jetzt auch egal. Oh, wieder Aspam, ey. Ja, was haben wir gestern gemacht? Wir haben das Museum geöffnet. Ich habe auch keinen weiteren Fisch da eingelagert, nur ein paar Fossilien. Und ja, die Brücke war fertig. Nepp und Schlepp waren, glaube ich, gestern schon fertig. Die sind noch gar nicht fertig. Die sind noch eine Etage kleiner als die. Okay, ja, habe ich gescheckt. So, hier haben wir direkt ein Fossil. Super. Da hinten schwebt jemand auf meinen Blumen. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Okay, macht nichts. Macht nichts, macht nichts. Geld haben wir nicht viel. 42.000, oh, geht doch noch. Ich habe gestern nicht wirklich Geld gefarmt. Oh, hallo, Oskar. Morgens ist die ganze Welt Wunderbärchen. Ich will plaudern. Nimmerland hat genau die richtige Größe. Zu groß, um das andere Ende zu sehen. Zu klein, um von einem Seemonster angegriffen zu werden. Ja. Hast noch was? Hallöchen, brauchst du was? Lass uns plaudern. Dieser Energiepulli scheint erstmal sehr schlicht, aber passt dafür auch zu allem. Deshalb ist er mein Notanker in der salzigen Modesuppe. Das hat sich klug angehört, oder? Und wie? Tom Nook will immer noch nicht bauen? Ich merke das schon, Tom Nook. Wir gucken, glaube ich, erstmal in den Laden rein. Die Kirschen, die können wir eigentlich auch runter und mitnehmen und verkaufen, wenn wir schon in den Laden reingehen. Ja, die Laterne hat mir Pamela geschenkt. Dafür bin ich ihr echt dankbar. Die ist nämlich echt cool. Die ist wirklich cool. Vielleicht nehmen wir die Tage auch mal eine Folge abends auf. Aber dann kommt die Folge auch erst relativ spät. Ne, weil dann könnt ihr auch mal die Nacht hier miterleben. Ist eigentlich auch cool. So. Haben wir noch einen Schmetterling? Nee. Komm. Komm, wir gehen mal eben rein. Mal gucken, was sie haben. Ich hoffe, die bauen mal langsam um. Ich will einen größeren Laden haben. Ich weiß, es ist erst Tag 5, aber trotzdem. Ach, die haben immer so... ja. Die Räucherstäbchen sind vielleicht ganz nett, aber der Rest? Weiß ich nicht. Der Rest ist, naja... Rübenpreise können wir jetzt auch mal gleich gucken. Da haben wir noch ein Himmelsdingsy. Jeans kann... Nee, Jeans will ich behalten. So. Insgesamt beträgt das 5.900. Okay. So, was sind die Rübenpreise? Komm, alles über 94 nehme ich. Oh, perfekt. Ich will was verkaufen. Hier. Hier kriegst du meine Rüben. Hab da ungefähr 50% Win gemacht. Abgemacht. Supi, dankeschön. So, das hätte ich ganz gerne. Ein Duftspender. Sehr schön. Dann nehmen wir hier einen Rundgong, damit ich mir die Sachen alle irgendwann mal bestellen kann. Falls ich sie dann auch wirklich mal brauche. Regiestuhl nehmen wir natürlich auch. 1600, perfekt. Perfekt. Sowas ist eigentlich ganz cool für eine Stadt. Also, wenn man dann wirklich hier mal alles umbauen kann. Aber bis jetzt ist das ja noch nicht der Fall. So, dann gucken wir hier mal. Interesse an Artikeln im Regal. Eingepunkteter Schnee. Danke. Nee, danke. Medizin brauchen wir nicht. Hier sind immer nur Zwiebeln und Samen. Ich wünsche mir noch irgendwas anderes.
Das haben wir hier, mein erstes Bastelbuch. Das habe ich mir gestern gekauft. Da zeige ich euch gleich noch eben die Rezepte. Und was gibt's hier? Ist aber rosa. Mann, das Schiff ist echt süß. Aber ist halt rosa. Mann, 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 Mann. Ja, ich habe immer Wünsche. Hier, nehmt mal meinen Schrott, den ich hier habe. Was hast du anzubieten? Ich habe hier einen Gartenschlauch, einen Regiestuhl und einen Rundgang. Und ein Stäbchen Duftluft. Hier, bitteschön. Oh ja, da hast du aber viel gekauft. Ja, habe ich auch. Und ich habe ganz schön viel Verlust gemacht, will ich euch sagen. So, gehen wir mal raus. Vielen Dank, Dankeschön. Kein Problem. Ich habe das Gefühl, heute wird es eine kurze Folge, oder? Okay, wir waren noch nicht bei Nook. Vielleicht gibt uns Nook auch wieder irgendwas, aber zurzeit sieht's nicht so viel aus. So, was ist... Hä? Ich verstehe dieses Nook-Phone-Gestaltungsding nicht. Hallo? Ablegen? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre irgendwas Cooles, aber weiß ich nicht. Oskar, ich würde eigentlich ganz gerne in deine Wohnung mal reingucken. Naja, im Notfall muss ich offscreen nachschauen und dann mache ich einen Screenshot. Bin auf Nahrungssuche. Ja, cool. Wohnt die andere hier? Ja, hier. Du hast eine schicke Bude. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was war's? Ach, es war der Hamster. Oh, hallo. Hey, Moritz, erinnerst du dich noch, was du mir bei unserem letzten Treffen geraten hast? Überraschung, ab sofort wohne ich hier auf dieser Insel, ganz in deiner Nähe, nur einen Steinwurf entfernt. Abgefahren, oder? Jetzt können wir Party machen, wann immer wir Laune haben. Flippi. Okay, warte, ich trinke mal eben was, ne? Wie immer. Trinken ist wichtig, deswegen könnt ihr jetzt auch was trinken. Danke. So. Ja, dann gehen wir mal zu Nuki, ne? Weil wir haben eigentlich nichts zu tun. Also wir könnten natürlich meine Miete bezahlen. Aber sonst? Ah ja, zur Pokémon Mystery Dungeon. Ich habe überlegt, Mystery Dungeon kommt jetzt jeden Mittwoch und Sonntag. Und Animal Crossing immer noch täglich. So würde ich es schaffen. Ich würde es auch so schaffen, aber trotzdem. ja. So, ja, wohin gehen wir denn? Wir könnten gleich einmal den Strand nochmal ablaufen. Vielleicht ist irgendwo nochmal wieder... Achso, warte, ich wollte euch ja hier die Dinger hier zeigen. Was war neu? Ich weiß es gerade... Ich weiß es eigentlich, weiß ich es. Ich glaube, das hier war, die zwei waren, glaube ich, neu. Das war neu. Und der Steinofen. Und hier diese Eisenholzspülschrank. Die war neu. Die war neu. So, Tom Look, was hast du? Hast du News für uns? Komm. Oh ja, hat er. Oh, hallo Moritz. Dein Zuhause hat jetzt einen zusätzlichen Raum, hm? Mach damit, was du möchtest. Dann gäbe es noch eines. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht 300 blablabla. Ja, ja, ich weiß das. Ja, ich weiß, ist immer ein Vergnügen. So, hast du irgendwas für mich? Was soll ich tun? Ja, ja, ich wüsste nichts, was ich dir noch raten kann. Okay. Er gibt mir... Oh, Geld. Und ein Karton. Nehme ich doch gerne an. So. Ja, wie viel kriege ich? 200? Nice. Wir gucken mal eben hier bei Nook Shopping. Was hier heute ist. Oh, auch schön, ne? So ein Flamingo. Ein Hut. Ja, sonst aber nicht so toll. Nicht ganz so toll. Nicht nach meinem Geschmack. Aber vielleicht kriegen wir irgendwas bei Nook Malen.
Nukphone Gestaltungskit, das habe ich ja jetzt mittlerweile. Oh, es gibt zwei neue Zäune. Ist natürlich sehr cool. Aber sonst gibt es ja auch wieder nichts Neues. Dann holen wir uns die zwei oder ein. Dann machen wir jetzt kurz einen Ausflug auf die Insel. Vielleicht treffen wir heute wieder einen Bewohner, weil wir haben ja jetzt schon einen da. Beziehungsweise sogar zwei da. Wäre schon ganz cool. Achso. Sorry, ich wollte noch was ausdrucken. Ausdrucken. Ah, ich habe den Geld. Habe ich den Geldbaum in der Folge eingepflanzt? Ich glaube schon, ne? Ich meine schon. Auf jeden Fall können wir da gleich auch mal vorbeischauen, ob das schon ein bisschen gewachsen ist. Und ich frage mich, wie viele Geldbäume man haben kann. Unendlich? Das wäre schon krass, oder? Ich weiß aber auch nicht, wie viel die dann am Baum haben. 1000, glaube ich, nur. 1000 pro Ernte, hoffe ich mal. Und ich weiß gar nicht, ob die Bäume hier in dem Spiel kaputt gehen. Bei Animal Crossing New Leaf ging die, glaube ich, kaputt. Soweit ich das noch weiß. Ja, kann sein. So, ach so, wir haben keine Dings. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zur Insel. In den Geldbeutel. Karton ablegen. Was haben wir hier? Asienzaun erlernen. Ah, so geht das. Ja, so geht das. So, hier habe ich Kokosnussbäume angepflanzt. Beziehungsweise die Bäume von Gulliver ist ja schon wieder da. Och Mann. Okay, hallo Gulliver. Okay, och Mann, ey. Wie oft kommst du denn noch? Du warst ja schon diese Woche hier. Alter. Gulliver. Wach doch auf. Endlich. Nein, ich will nicht zurück in den Weltraum. Da ist es dunkel und kalt. Und was? Ich? Ich bin gar nicht im Weltraum. Uff. Die gute alte feste Erde hat mich wieder. Oh, du bist es, Moritz. Hast du mich etwa gerade wachgeschubst? Danke und au. Oh, ich habe dermaßen Schlagseite, muss mir beim Sturz über Bord den Kopf geschossen haben. Vielleicht geht der Schmerz beim Reden weg. Hau, hau. Autsch, nein, Lachen ist schlecht, ganz schlecht. Bleibst du bei mir, bis der Schmerz nachlässt? Du siehst aus, als hättest du nichts Besseres zu tun. Also, wie gesagt, ich bin über den Fuchsschott gestolpert und schon war ich über Bord. Ich habe keine Ahnung, wo mein Schiff jetzt ist. Meine Mannschaft macht sich bestimmt Sorgen. Aber alles wird gut. Wir sind im Fi Flügel umdrehen wieder vereint. Oh nein. Ist das schon wieder kaputt? Junge, wie oft muss ich das noch reparieren? Kommt nicht in Frage. Echt jetzt, Baumann? Ich dachte schon, der Weltraum wäre kalt. Vielleicht hat das Schiff aber noch nicht ganz abgelegt. Ich hoffe, du stolperst zufällig über die Teile. Ja, oh, Alter. Ich habe keine Schaufel, Gulliver. Ich kann dir nicht helfen. Sorry, tschüss. Alter, ich habe ihn doch schon. Wann war es? Vor 3 Tagen? Circa? Oh, tatsächlich, da ist. Oh, ich habe keine Schaufel. Die kaufen wir uns. Die kaufen wir uns auf der Insel, die Schaufel. Kostet nur 100 Medaillen. Da muss ich nichts craften. Medaillen. Ich sag immer Medaillen, ne? Aber es sind ja Meilen. Sind Meilen keine Dinger. Ich möchte fliegen. Ja. Ja, Meilenticket benutzen. Danke, danke. Auf geht's. Dann los, ab in die Luft mit dir. Bin ich jetzt ein bisschen beleidigt, ne? Dass Gulliver schon wieder seinen scheiß Ferndings da braucht. Mann, wie oft muss ich dem denn noch helfen? Ach, Mann. Am besten so einen Funkturm hier irgendwie hinstellen. So, was kriegen wir für Früchte? Ich hoffe, keine Kirschen. Vielleicht bekommen wir ja auch überhaupt keine Bäume, wie ich gerade sehe. Ah doch, sind Bäume. Ich brauche Werkzeug. Und zwar eine Schaufel. Ich finde ja, du könntest eigentlich auch mal besseres Werkzeug hier ausgeben, Herr Udo. Nee? Okay, dann nicht. Ach, schon wieder eine Medaille, hallo? Okay, das einmal. Ja, haben wir wieder tauschen, tausend, tauschend. Dann können wir
gleich auch den anderen Zaun kaufen. Ich habe jetzt keine Lust, da immer nachzugucken, ne? Scheiß mir da, Meilen. So, hallo, Asienzaun. Schön. So. Oh Gott, hier ist auch niemand, ne? Ist hier jemand? Hallo? Hier ist auch niemand. Hä, wie kommt man denn auf, an neue... Oh, es fängt an zu regnen. Cool. Das ist erstmal Regen, Leute. Wie kommt man denn jetzt nur an andere Bewohner? Gar nicht mehr dran? Oder was? Es regnet aber echt schwach, ne? Hm. Hallo. Oder es hört gerade auf. Das wäre schade. So. Schaufele. Ach, ich hätte noch eine Schaufel gehabt. Ach ne, ist eine Wackelschaufel. Okay. Dann graben wir hier mal wieder schön. So, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja. Ich schaue aktuell The English Game. Ist eine Fußball-Politik-Serie, wo, glaube ich, es noch verboten war, Fußballer zu kaufen. Damit beschäftigt sich die, oh Gott, Thematik von der Serie. Außerdem habe ich gestern, oh Gott, wie hieß er? Wie hieß die Serie? Ein Brief für den König gesehen. War in Ordnung. War in Ordnung, ja. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich war erst abgeschreckt von dem Filmnamen, weil ein Brief für den König hört sich so blöd an. Hört sich echt blöd an. Aber der war in Ordnung. Nehme ich die mit? Ach komm. Ich nehme die mit. Essen. Yam, 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 yam. Schaufel. Dammel so. Und raus mit dir. Oh, die lasse ich da liegen. Habe ich keine Lust mehr drauf. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles mitnehmen soll. Ich bin sowas von überfordert von dem Spiel, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Denn ich kann ja zurzeit nur mein Haus abbezahlen. Und Nook soll endlich mal sein Rathaus dahin pflanzen. Mann, 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 Mann. Ich kann es auch für ihn bauen, ja? Aber dann soll er mir den Auftrag geben. Das wäre sehr, sehr nett. Ich möchte doch endlich meine Stadt bearbeiten. Mann, Mann, Mann. Och, Kirschen, ich habe auch keine Lust, euch immer mitzunehmen. Ich habe ja eigentlich genug Kirschbäume. Naja. Aber ich nehme Kokosnüsse mit. Die nehme ich mit. Hat der Regen jetzt echt aufgehört? Tatsächlich, schade. Ich dachte, wir kriegen vielleicht das erste Mal hier Regen im Spiel. Das hätte mich happy gemacht. Wirklich. Weil die ganze Zeit Sonne ist echt... Oh, Och nee, jetzt habe ich es abgelegt. Oder? Mann. Essen. Essen. So, dann kommen wir mit. Hab. Perfekt. Und war hier noch was? Oh, schade. Schade, dass hier kein Bewohner ist. Wirklich. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass jetzt hier einer wäre. Naja, Essen. So, dann können wir 4 Blumen mitnehmen. Ja, oder, nee, Blumen haben wir eigentlich auch. Eigentlich fehlt uns ja eigentlich an nichts, ne? Wenn man jetzt mal so ehrlich ist. Schön, dass die Blumen jetzt auch alle... Oh, Golderz. Golderz ist natürlich mega, mega gut. Alle Blumen sind jetzt hier bewässert. Das ist sehr, sehr schön für euch. So, wir hauen ab. Hier gibt's nichts. Schnell weg hier, Dodo. Ja, ich will zurückfliegen, Dodo. Was, echt? Ja, bitte, bitte. Bitte, bitte. Lass uns fahren. Lass uns fahren und wir suchen da mal einen Geldbaum. Ich hoffe, er ist ein Stück gewachsen. Nicht, dass er kaputt gegangen ist. Weil gestern ein Spieler da drüber gerannt ist. So war es nämlich früher noch. Dann wachsen die nicht mehr. Wenn man zu oft drüber gerannt ist. Ah. Ah, okay. Hier war es. Hier war es.
Und zack. Wie viel? 1000, okay. Dann kommst du erstmal in meinen Geldbeutel. Und dann 10.000. Und ab da rein. Vergraben. Was lustig ist, hier ist der andere Geldbeutel. Oh nein. Ich hoffe, das sind... Ja. Ja, es sind, glaube ich, zwei Abstand, oder? Gut, 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 gut. Gut. Viel Spaß, Bäume. Viel Spaß. Oh, Gießkanne. Ihr könnt auch mal hier ein bisschen Water brauchen. Ich habe die nicht getroffen. Was ist das denn? Jetzt aber. Ja. Hier unten war auch noch eine Blume. Die habe ich einem Freund geklaut. Der kann sich die wieder abholen. Aber ich habe nicht getroffen. Jetzt aber. So. Den... Ach stimmt, ich wollte den Pflaumenwald gleich noch zeigen. Gulliver, nee, danke. Nee, ich pflanze da hinten hin. Ich pflanze die weiter nach oben. Einmal hier drüber rennen. Bambus wächst fleißig, perfekt. Hier müssen wir rüberspringen. Natürlich könnten wir auch da hinten die Dings hinnehmen, aber nee, danke. So. Hier habe ich mich gestern einfach hingelegt und habe einfach den Sound des Meeres gelauscht, während ich Serien und so geschaut habe. Ja, das mache ich hier. Genau. So, ausrüsten. Machen wir hier eine Palme hin. Pflanzen. Drüben. Sie behält natürlich ihre ganze Pracht. So, ich möchte eigentlich auch nicht allzu viele Palmen machen. Weil ich weiß nicht, wie das so ist. Ob ich vielleicht zu viel finde. So, mehr Palmen sollten hier vielleicht auch gar nicht hin. Ja, kann ich gleich machen, noch irgendwo eine Palme hinsetzen. Als nächstes wird dann wohl der da oben da einziehen, ne? Auf den Berg drauf. Sehr gut. So. Dann habe ich schon mal geplant, wo mein zweites Haus irgendwann hinkommen soll. Und zwar dahin. Eigentlich wollte ich es hierhin machen. Aber da hat das Spiel gesagt, nee, nee, nee. Da wollen wir es nicht haben. Deswegen, und er hat auch Post, sehe ich gerade. Deswegen, ja. So, hier haben wir noch einen Kirschbaum. Okay. Hupp. Genau in den Fisch rein. Ach ja, hier ist mein Pfirsichwald. Genau. Wir haben noch Holz liegen vom Haki Haki machen. Habe ich überhaupt noch Platz? Ah ja, stimmt. Ich habe ja die ganzen Pfirsiche entfernt. Die Kokosnussbäume. Oh Gott. Wieso wachsen die nicht? Sind die zu nah? Schade, aber hier haben wir das tägliche Rezept. Ich weiß gar nicht, wie viele Rezepte es überhaupt noch gibt. Ja. Rohholzbank. Oh, könnte cool sein. Könnte cool sein. Gucken mal. Rohholzbank. Ja, ja. Ist in Ordnung. Gehen wir mal hier hinten hin. Ob hier noch irgendwas ist. Hier könnten wir eine Palme noch hinmachen. Bitteschön. Können wir die Fossilien... Dingsi-Bumsi geben. Und... Aber ein Fossil fehlt uns noch. Oh, ist das auf dem Berg, auf den Bergen drauf? Ich hoffe nicht. Das wäre mir irgendwie ein bisschen zu nervig, das jetzt zu holen. Aber das können wir auch ruhig machen. Ist hier irgendwas? Nee, da ist auch nichts. Schade, ich habe echt damit gerechnet, dass Nook jetzt irgendwie... heute... sein Rathaus irgendwie mal öffnet. Oder zumindest... der Umbau beginnt. Das wäre auch schon eine gute Nachricht. Ich möchte eigentlich so langsam gerne meine Stadt anfangen zu bauen. So, rechts unten können wir jetzt sehen. Ich möchte so ein bisschen zum Berg hin die Stadt bauen. Ja. Pamela möchte ich am liebsten ausziehen lassen. Die kann, glaube ich, ab 4 Bewohnern ausziehen, zum Glück. Und das Nashorn soll auch weg.
Weil von dem bin ich ja überhaupt kein Fan. Nee, 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 nee. Hier haben wir eine Gottesanbeterin, komm. Die schnappen wir uns mal direkt. Ah nee, das war keine Gottesanbeterin. Das war eine Orchideenmantis. Gottesanbeterinnen sind grün. Grün. Merkt ihr das doch endlich mal. Merkt ihr das, bitte, bitte. Bitte, bitte. So, hoch. Und wir nehmen wieder Cashy in die Handy. Ja, hier haben wir die Gottesanbeterin. Oh, daneben. Da wollte ich wohl zu viel. Naja, achso, ich wollte nicht laufen. Sonst geht der Boden kaputt. Falls das hier noch so ist. Da ist das Let. Ach ne, es gibt ja halt vier Fossilien, ne? Es gibt bestimmt fünf Leute. Es gibt bestimmt fünf. Aber egal. Yeah! So, dann. Hier ist nichts mehr. Ne, da ist nichts mehr. Dann gehen wir hier runter. Oh, nicht mit dem Stab. Wieso kann ich den Berg nicht einfach runterhüpfen? Schade. Aber echt. Der hat Post. Der oder die hat Post. Hohoho. Es wird eine Überraschung sein, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Der hatte Angst vor mir. Der Marienkäfer, den schnapp ich mir. Und hopp. Hahaha, ich hab dich gefangen. Sehr gut. Ach so, hier ist noch ein Stein. Machen wir mal da. Obwohl, eigentlich kann ich auch von hier machen. Ja. Ich hatte, glaube ich, in der Insel, also auf der Insel hier, noch nie Golderz in so einem Stein gehabt. Immer nur auf solchen fremden Inseln. Ja. Okay. Dann Leiti. Und hoch mit mir. Da hätten wir noch einen Marienkäfer. Den haben wir auch. Ach, ist das leicht, den Marienkäfer zu fangen. Ja, okay, im realen Leben ist es auch leicht, Marienkäfer zu fangen, das stimmt schon. Ah, hier ist es. 4. 4, 4, 4. Den Baumstamm werde ich entfernen, sobald der Bewohner da ist. Weil ich wusste nicht, wohin damit. Ach, vielleicht kann ich den auch neben der Liege hinstellen. Dann sieht das so aus, als ob das ein kleiner Tisch wäre. Oh. Wollte ich nicht. Hier, bitteschön. Kannst du wieder. Ist jetzt falsch herum, aber ist mir jetzt eigentlich auch erstmal egal. Anna zieht hier hin. Okay. Anna. So, ausrüsten, wieder runter. Ja, ich habe mir geplant, das hier machen wir ein bisschen breiter, damit hier auch noch ein Haus hinkommt. Und hier kommt dann so eine Treppe hin. Der Berg, der wird dann so bis ungefähr hier oder hier aufgeschüttet werden. Ja, da freue ich mich eigentlich schon sehr drauf, dass ich das endlich machen kann. Unkraut lasse ich eigentlich zurzeit noch hier, also zumindest auf dieser Insel. Auf der anderen Insel mache ich das weg, also hier mache ich es eigentlich in der Regel weg. Wir könnten eigentlich verkaufen gehen. Wir haben ja so viele Sachen gerade mit. Und dann wird es heute echt mal ein kürzerer Part. Nicht über eine Stunde, sondern mal unter einer Stunde. Wow. Wer hätte das gedacht? Ich will was verkaufen. Ich möchte das. Unkraut, du da. Das Gestaltungskit verstehe ich noch nicht. Aber ist in Ordnung. Rest kann ich behalten. Ja. So, insgesamt 5.100. Ja, danke schön. Danke, danke. Ich bin weg. Ich bin weg. Wick, 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 wick. Leiter können wir wegpacken. Ich werde jetzt natürlich auch noch ein bisschen mit Naruto herumlaufen. Anziehen. Hui. Ist schon cool, das Outfit. Ne? Ja, ist echt cool. Ist wirklich cool. Ja. Wir wollten zu Eugen und die Fossilien abgeben.
Och, Eugen, schläfst du schon wieder? Huch! Ich bitte um Pardon. Es tut mir leid. Ich kann halt auch momentan nicht viel machen für Eugen, weil hier ändert sich das Wetter nicht. Weil manche Fische und Insekten gibt es nur im Regen und hier regnet es nie. Also bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, es regnet jetzt mal die Tage. Ja. Oder irgendein anderes Wetter, aber nicht nur Sonnenschein. Hier nehmen sie jetzt zurück. Wie, mir fehlen die Mäuse. Achso, ich kann das verkaufen? Endlich. Wie viele kann ich... Ich kann alle vier verkaufen? Warte, was? Ich bedanke mich aber, Nanu, sie scheinen ja überhaupt nichts bei sich zu... Hä, was? Hä, sie können doch auch Fossilien nehmen, hallo? Ich hätte da was. Och nee, ich muss sie alle einzeln anklicken. Och nee. Ach man, ich dachte, der nimmt die alle automatisch an. Was ist das denn? Och, das nervt mich ja jetzt richtig hier. Ja, ja, Ruhe da. Nee, ich hätte da noch was, Herr Eugen. Als ob ich das jetzt hier... Hä? Will er das nicht haben? Ich lese gerade den Chat hier. Hä? Will er das nicht haben? Wieso will er das nicht haben? Ist das da unten schon alles? Als ob alle vier schon hier sind. Ja, Mammutschädel, Ariodactyl, Ankylosaurus und Diplo. Dingsibumsi. So, was haben wir hier? Ich würde ganz gern wissen, was hier ist. Krieg man da. Ah, hier. Oder? Hä? Bekommt man hier keine Auskunft? Was ist das denn hier für ein Laden? Bei den anderen Schildern geht es. Myloconimigina. Okay. Und da steht nichts. Obwohl da vier Sachen sind. Ich fasse es nicht. Hä? Verstehe nicht. Keine Ahnung. So, Mammutschädel, wir suchen dich. Ich weiß nicht, ob wir dich tatsächlich nicht haben. Was ist das hier? Plesiosaurus. Den haben wir natürlich nicht. Kursalada. Was stand bei dem anderen da? Petereraron. Stegosaurus, ja. Ankylosaurus. Ich suche noch Iguanodon, Parasaurolophus, Triceratops, Spinosaurus, Tyrannosaurus Rex. Schon cool, das ist der Brachiosaurus. Und hier war der Diplodo. Ah, Diplodo. Hals. Ist das der Hals? Ja, ne? Würde ich schon sagen. Okay, dann haben wir die Sachen tatsächlich schon. Wow. Damit hätte ich echt null gerechnet. Weil vier Fossilien und vier Sinenite, so gesehen. Das ist schon ein Statement vom Museum. Ja. Das kann ich so stehen lassen. Dann gehen wir die noch schnell verkaufen und dann würde ich sagen, beenden wir auch schon den Part. Ne? Ja, so können wir es eigentlich machen. Weil hier regnet es ja nicht. Hier kann es auch mal regnen. Bitte, Regen. Ich will Regen haben. Wir können natürlich kurz noch bei Tom Lucky vorbeischauen. Und ich verstehe nicht dieses Gestaltungsding hier. Ablegen? Ups. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht hat es irgendwas mit Gestaltung zu tun für, hier, für das an der Werkbank. Da können wir gleich noch eben nachgucken.
Dich und dich. Ja, da ist einiges dabei. Ja, danke schön. Abgemacht. Super. Komme ich mal mit einem Kredit immer näher. Ich nehme, wir will eine Abkürzung nehmen, danke. Hopp. Oh, schön. Schön. Die Gartenlaterne ist auch schön. Und ein Rasenmäher. Den habe ich auch neu. Oder? Glaube ich. So, dann gehen wir mal kurz hier dran. Etwas umgestalten. Oh, das geht echt. Aber was bringt uns das? Nookphone Gestaltungskit. Mit Hilfe so eines Kits kannst du dein Nookphone umgestalten. Verwendest du dafür ein eigenes Design, so bleibt das Aussehen. Ah, oh, cool. Oh, man hätte vielleicht irgendwas Cooles machen können. Zum Beispiel ein iPhone oder so. Aber die Nook-Marke, die bleibt da. Also, okay. Das ist sehr cool zu wissen. Ich überlege noch. Vielleicht nehme ich die Tatzen einfach. Oder das Laub. Obwohl, das hier ist eigentlich auch ganz... Nee. Ah, komm. Wir nehmen das hier. Ja. Umstalten. Okay. Jetzt haben wir eine andere Farbe für unser Nookifoni. Hat jetzt nicht ganz so viel was für uns gebracht, aber ist halt so jetzt. Du kannst ins Lager. Ins Lager. Ja, ich warte immer noch auf die Wege-Dinger, aber dann können wir ein bisschen mehr machen als jetzt. Jetzt können wir leider, weiß nicht, ich könnte jetzt natürlich noch Bäume fällen und so und Holz sammeln. Aber für was, ne? Für was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Brücken können wir auch erstmal keine erstellen. Dafür brauchen wir erstmal noch eine Genehmigung von Tumluki. Und der will ja nichts machen. Der lässt mich ja hier wieder im kalten Regen stehen, ne? Ja. Ah, oh, wie läufst du denn hier? Wir begegnen uns heute aber auch ständig, was? Oder stecken wir vielleicht in einer Zeitschleife fest? Lass uns quatschen. Hast du schon mal daheim bei Frank? Da gibt es Schwingungen, die ich mir nicht erklären kann. Die gefallen mir. Ich kann sie mir nur nicht erklären. Soll mal reingucken, was für Schwingungen dort sind. Der Koala, der läuft echt lustig. Wie so ein Ninja. Hauptsache, ich wollte schon er craftet wieder. Hey Moritz, perfektes Timing. Sieh mal. Ich habe einen Stahlträger angefertigt, eigenhändig. Die Idee ist mir auch neulich beim Joggen gekommen, so bei Kilometer 33. Das hat er mir schon mal erzählt. Ja, zeig mal her. Boah, er ist eigentlich ganz gut, weil der gibt uns hier die ganzen Rezepte, Junge. Dann lernen wir den mal hier. Erlernen. Stahlträger, yeah. Hier gucken. Wow, wunderschön. Ja, schön, schnell weg. Ja, tschüss. Tschüss, Nashorny. Wir sehen uns morgen wieder. Oh. Die Tomate will was. Hey Moritz, danke, dass du vorbeigekommen bist. Es ist total klasse, dass ich gleich an meinem ersten Tag hier einen neuen Freund gefunden habe. Also, ich habe dir ein Willkommensgeschenk besorgt. Obwohl du schon länger hier wohnst, ist das okay? Oh Gott, er schenkt mir schon wieder was. Hat er mir nicht gerade erst eine Hundehütte? Okay. Dankeschön. Für die Hundehütte. Ich fühle mich jetzt gleich sicherer. Nuki, hast du irgendwas für mich? Oscar hat mir eine Hundehütte geschenkt. Da kann ich ja Harvey reinstecken, oder? Ja, da stecke ich Harvey rein. Dann hat er auch mein Haus. Dann hat Harvey auch endlich hier ein Haus auf der schönen Insel. Da war noch ein Stein, den kann ich später machen.
Ja, dann platziere ich jetzt noch die Hundehütte irgendwo hin. Ich schaue mir sie, glaube ich, erstmal an. Wie siehst du denn aus? Wie siehst du aus? Okay. Ja, kann, ja, muss ich mal nachher schauen, wo ich die hinpflanze. Oh Gott, eine böse Hundehütte. Okay, Leute, das war's dann für heute. Wir sind bei 45 Minuten. Ist deutlich kürzer als gestern, aber es macht ja nichts. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Rechts ist das neueste Video und links ist irgendein Video. Tschüss.